Wie aufregend. Es sieht so aus, als würde die Car City Fußballmannschaft für ein großes Spiel trainieren. Hallo Katie, hallo Pickel. Trainiert ihr Tore schießen? Oh nein, der fliegt zur Polizeiwache. Matt wird darüber nicht glücklich sein. Oh nein! Matt sagt, er disqualifiziert euch vom großen Spiel, wenn ihr noch eine Scheibe kaputt macht. Jerry hat recht. Es ist wichtig, dass ihr trainiert. Großartige Idee, Pickle. Mal schauen, ob Supertruck helfen kann. Hey Carl, die Car City Fußballmannschaft ist in Schwierigkeiten. Oh. Sie brauchen ein richtig starkes Netz, um das Toreschießen trainieren zu können. Dir ist etwas eingefallen? Oh. Ein riesiges Netz. Perfekt. Fantastische Verwandlung, Spider-Truck. Hey Leute, schaut mal, wer da kommt. Du möchtest wissen, wo das Netz hin soll? Da drüben bitte. Dann ist die Polizeiwache geschützt. Das ist so cool. Wow. Da kommt nichts durch. Vielen Dank, Spider-Truck. Bereit, das Toreschießen weiter zu trainieren? Sie schießt. Und trifft. Ohne ein Fenster zu zerbrechen. Jerry ist jetzt an der Reihe. Und noch ein Tor. Du bist am Zug, Pickle. Keine Sorge, das Netz ist sehr stark. Wow, schönes Tor. Ihr spielt alle richtig gut. Ihr werdet das große Spiel gewinnen, keine Frage.
Viel Spaß noch beim Trainieren. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Steve. Hallo, Billy. Sieht so aus, als wärst du gerade rechtzeitig angekommen. Da sind eine ganze Menge Schlaglöcher, die repariert werden müssen in der Straße. Und wir wollen ja nicht, dass jemand einen Unfall baut. Wow, Billy. Das ist aber ein ganz schöner Haufen Schotter, der bewegt werden muss. Okay, du bist an der Reihe, Steve. Schauen wir mal, wie schön glatt du die Straße machen kannst, damit die Fahrzeuge wieder sicher drauf fahren können. Oh nein, Steve. Was ist denn los? Es sieht so aus, als wäre etwas mit Steve nicht in Ordnung. Oh nein. Das hört sich nicht gut an. Ach, du armer Steve. Du hast wohl keinen Dampf mehr. Ich denke, du solltest repariert werden. Keine Sorge, Steve. Ich rufe Tom den Abschleppwagen. Er wird dich holen. In der Zwischenzeit sollten wir Carl fragen, ob er Supertruck um Hilfe bitten kann. Wir müssen diese Straße wieder heile bekommen, denn heute Abend wird hier wieder eine Menge los sein. Carl, aufwachen! Steve und Billy waren gerade dabei, eine Straße zu reparieren und Steves Walze ist kaputt gegangen. Kannst du helfen? Großartig! Dann wollen wir mal. Wir sind dir wirklich sehr dankbar für die Hilfe, Carl. In welches Fahrzeug wirst du dich heute verwandeln, Carl? Jawohl, das ist es, Carl. Eine Dampfwalze ist die perfekte Wahl. Zeit, sich zu transformieren, Carl. Wow, Carl, du bist ja kaum wiederzuerkennen. Du bist jetzt eine riesige Dampfwalze. Auf geht's. Hier sind wir auch schon. Okay, Steve. Supertruck kann jetzt übernehmen. Hier kommt Tom. Er wird dich in die Werkstatt bringen. Tschüss, Steve. Und keine Sorge. Wir werden die Arbeit für dich erledigen. Hier sind die Schlaglöcher, Supertruck. Wie du siehst, hat Billy sie schon mit Schotter gefüllt. So ist es richtig, Supertruck. Schön langsam und sorgfältig. Die Walze muss jede Beule und jede raue Stelle schön glatt machen. Steve, schön zu sehen, dass es dir wieder gut geht. Schau, was für eine fantastische Arbeit Supertruck geleistet hat, während du repariert wurdest. Ihr habt alle großartige Arbeit geleistet.
Danke, Billy. Oh. Und Supertruck, richte bitte Karl unseren Dank aus, dass er dich um Hilfe gebeten hat. Tschüss, Supertruck. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Karl, der Transformer-Truck. Hallo, Gary. Was ist passiert? Oh, dein Reifen ist platt. Was willst du jetzt tun? Oh, die Arbeit heute muss getan werden. Keine Sorge, Gary. Wir holen Karl den Transformer-Truck. Er kann dich für einen Tag ersetzen. Er wird dir helfen können. Großartig. Ich suche Karl. Hey, oh. Karl. Gary, das Müllauto braucht deine Hilfe. Kommst du? Großartig. Auf geht's. In welches Fahrzeug wirst du dich heute verwandeln, Karl? Oh, natürlich. Ein Müllauto. Zeit, sich zu transformieren, Karl. Perfekt, Karl. Auf geht's, suchen wir Gary. Schau, Karl. Gary, das Müllauto wartet schon auf uns. Karl ist hier, um dir zu helfen, Gary. Na dann, auf geht's an die Arbeit. Perfekt. Zeit für den Müll in den großen Container zu wandern. Fantastisch! Großartige Arbeit, Karl. Es ist nur noch eine Tonne übrig. Du machst das super, Karl. Ja, yeah, das war's. Perfekt. Also,
Die Arbeit ist getan. Das hast du großartig gemacht, Karl. Vielen, vielen Dank. Ich denke, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Tschüss, Karl. Bis später. Tschüss, Gary. Karl, der Transformer-Truck. Hallo, Amber. Wie geht's dir heute? Oh, Amber, alles in Ordnung? Oh, du warst auf dem Weg, um Tom zu besuchen. Ist er krank? Wir brauchen jemanden, der dich ersetzen kann. Beweg dich nicht. Ich rufe Karl den Transformer-Truck. Er wird helfen können. Karl, Amber, der Krankenwagen ist verletzt. Und sie ist der einzige Doktor in der Stadt. Und Tom ist krank heute. Du bist der Einzige, der helfen kann. Wow, Karl! Okay, Beeilung. Amber ist gleich da vorne. Schau, Karl. Hier ist Amber. Amber, alles wird gut. Karl ist hier. Amber, Karl wird sich jetzt um Tom kümmern. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Da sind wir auch schon, Karl. Hallo, Tom. Amber hat einen Unfall, deswegen kommt Karl an ihrer Stelle. Was ist los mit dir, Tom? Du hast Fieber. Tom, sag A.
Okay. Kannst du bitte husten, Tom? Also, Tom, du hast zu viel gearbeitet die letzten Tage. Keine Sorge. Du brauchst einfach nur ein bisschen Ruhe. In ein paar Tagen geht es dir wieder gut. Also, Karl, du warst wirklich eine großartige Hilfe. Dankeschön. Zeit, nach Hause zu fahren. Tschüss, Karl. Tschüss, Tom. Wir sehen uns. Hey, ihr Kleinen. Was für ein toller Tag, um Basketball zu spielen. Du willst auch mal? Ja? Wirf den Ball, Klein Matt. Oh nein! Kommst du ran, Klein Tom? Nein? Was sollen wir tun? Hast du eine Idee? Du denkst, wir sollten den Knopf drücken und Supertruck rufen? Großartige Idee! Hey, Karl! Klein Toms Basketball hängt oben in einem Baum fest. Kannst du kommen und ihm helfen, ihn herunterzubekommen? Du hast Zeit? Großartig! Ein Krankenwagen? Nein? Okay, schauen wir weiter. Bist du bereit, Supertruck? Großartig! Auf geht's! Wow! Die Kleinen werden das bestimmt super finden! Schaut mal, ihr Kleinen. Hier kommt Supertruck. Könnt ihr ihm zeigen, wo der Ball ist? Da ist der Supertruck. Kannst du Klein Matt und Klein Tom helfen, ihn herunterzuholen? Was kommt jetzt, Supertruck? Du möchtest, dass Klein Tom über die Rampe auf dein Trampolin fährt und dann so hoch wie möglich springt, um den Ball zu erreichen? Okay. Klein Tom, bist du bereit? Mhm.
Das hast du toll gemacht, Klein Tom. Supertruck würde gerne wissen, ob du auch mal auf das Trampolin möchtest, Klein Matt. Dann mach schon. Rauf mit dir. Gut gemacht, Supertruck. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Carrie. Was hast du denn vor? Du machst Kuchen für die Stadt? Das ist aber lieb von dir. Ach, du liebe Güte, das ist aber eine Menge Kuchen. Oh nein, was ist los? Das ist eine ganze Menge Kuchen, wenn du den alleine ausliefern sollst. Vielleicht kann dir jemand helfen. Du hast eine Idee? Großartige Idee. Supertruck schafft alles. Oh. Oh. Schau, Karl. Feuerwerk. Jemand braucht deine Hilfe. Bist du bereit, Supertruck? Fantastisch! Auf geht's! Wow! Die Kleinen werden das lieben! Beeilung, Supertruck. Carrie braucht dich. Er ist da, Carrie. Toll gemacht, Supertruck. Was ist los? Die Kuchen machen dich zu schwer? Was denkst du? Du hast recht. Du und Carrie könnten jeweils die Hälfte der Kuchen ausliefern. Alles klar. Jetzt könnt ihr loslegen.
Was ist los, Carrie? Ach du liebe Güte, du hast recht. Ihr habt nicht genug Zeit, um jeden zu Hause zu beliefern. Tolle Idee. Ihr könntet euch alle am Spielplatz treffen. Hey Tom, komm zum Spielplatz. Lily, komm zum Spielplatz. Matt, komm zum Spielplatz. Steve, komm zum Spielplatz. Carrie hat euch Kuchen gebacken. Alle sind da. Kuchenzeit. Du hast recht. Ich habe auch keine Ahnung, wo Supertruck hin ist. Tschüss, Freunde. Wir sehen uns. Okay.